Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen gemeinsam Winds of Change. Das ist eine Visual Novel, nicht unbedingt im klassischsten Sinne. Also es gibt ein paar mehr Elemente als bei einer klassischen Visual Novel. Und darauf freue ich mich schon sehr. Das Ganze ist Englisch, sowohl vom Vertonten her als auch vom Text. Das heißt, ich werde versuchen, on the fly zu übersetzen. Wenn wir Sprachausgabe haben, dann kann es gut sein, dass ich nur eine Zusammenfassung gebe, damit das nicht sich ewig hinzieht. Und seht's mir bitte nach, falls das mal nicht ganz perfekt ist, falls mir Wörter fehlen, falls ich einfach partout nicht auf die Übersetzung komme oder falls es mir einfach schwerfällt, da das Ganze in eine richtig schöne grammatikalische Form zu bringen, denn ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob wir hier eher lange Sätze haben und lange Texte oder ob es eher kurz kann, weiß ich alles noch nicht. Wir fangen jetzt einfach mal gemeinsam ein neues Spiel an und dann sehen wir schon, wie es werden wird. Genieße dein Abenteuer und wähle weise. In der Welt von Alestia, wo die Geister regieren. Und ich glaube, jetzt kommt gleich ein Sprecher. The Rebellion is in shambles. With the recent loss of their leader, they are struggling. But this defeat was not without a victory of its own. For in his final moments, he secured an artifact of great importance. This blade was paramount to the Triumvirate's leadership of Alestia. And without it, their tyrannical grip on the people would surely falter. Having no choice, they give their Grand Inquisitor one simple order. Destroy the rebellion and retrieve the lost blade of the Triumvirate. But Dormek, the new leader of the rebels, has set other plans in motion. Hiding the blade in Valinoth, he is confident that it will be protected. This sheltered hamlet is now custodian to the weapon that would liberate the world. And so, it would be met with a gruesome fate by the Triumvirate and their Grand Inquisitor. Es gab also eine Rebellion, Winds of Change, und damit nochmal ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen. Es gab also eine Rebellion, der Anführer der Rebellion ist gestorben, aber sie konnten vorher das Triumvirat stehlen, ein Schwert, das den Anführern gehörte, also den Gegenspielern der Rebellion, und die wollen das um jeden Preis zurück, deswegen haben sie ihrer Inquisition nur einen einzigen Befehl erteilt. Besorgt das Schwert, holt es zurück. Aber der neue Anführer der Rebellion... Okay, ich lese sofort weiter. Der neue Anführer der Rebellion hat das Schwert versteckt und ist guter Dinge, dass es sicher sein wird. Der Dameck hieß er, glaube ich, und Valinorth war, glaube ich, der Name der Stadt. Alles brennt. Ich kann wenig tun, um es daran zu hindern, sich auszubreiten. Ein unglaublicher Schmerz befällt meinen Kopf. Und ich werfe mein Gesicht in meine Hände. In meinem Geist stellt sich mir immer wieder dieselbe Frage. Was mache ich hier? Ich habe keine Erinnerung an das, was bis zu diesem Moment geschehen ist. Mein Kopf hat Schwierigkeiten, die leeren Stellen zu füllen. Not gaining any headway. Da bin ich mir zum Beispiel gerade nicht sicher, wie ich das am besten ins Deutsche übersetzen soll. Also überspringen wir es mal. Es war fast so, als hätte ich bis zu genau diesem Moment gar nicht existiert. Then why is it now that... Aber wieso hat mich dann gerade jetzt mein Bewusstsein gefunden? Gab es etwas, das ich tun konnte, um diese Flammen zu löschen? Oder vielleicht... War ich daran schuld, dass hier dieses Inferno tobte? Ein dummer Gedanke. Und einer, den ich beiseite schob. Wenn ich verantwortlich wäre, dann würde ich mich nicht so schrecklich fühlen. Ein Gefühl, das ich mit jedem teilte, die an meiner Seite standen. Come on, pick up the pace! If we waste any more time, we won't make it out alive. There's no way the Elder would let me let that one down. Okay, komm schon, pack deine Sachen zusammen. Also hier wäre es etwas, wo ich zum Beispiel mir überlege, dass ich vielleicht irgendwann anfange, es einfach nur noch sinngemäß zu übersetzen. Aber bei Dialogen versuche ich es mal nicht.
Komm schon, pack deine Sachen. Wenn wir hier noch mehr Zeit verschwenden, werden wir sie nicht mehr lebendig rausschaffen. Es ist... Auf keinen Fall werden die Ältesten erlauben... Let me live that one down. Werden wir die Ältesten das durchgehen lassen? Übrigens, ihr seht schon, wir haben Furry-Charaktere. Und ich finde die ganz, ganz bezaubernd. Das ist sehr schön. Dasselbe Studio hat übrigens noch eine Visual Novel gemacht, die wir aber jetzt noch nicht spielen, beziehungsweise nicht gespielt haben. Nur falls ihr neugierig seid. Ich habe das Gefühl, sie begleitet mich und dass ich ihr folgen sollte. Kann es sein, dass sie den Auftrag hat, mich zu beschützen? Ich greife nach jedem Strohhalm, der sich, nach jedem Strohhalm von Erinnerungen in meinem Geist. Also, meine Erinnerungen sind praktisch nicht mehr als Strohhalme. Aber ich kann mich nur an einem festhalten. Und das ist der Titel, den ich trage. Are you even paying attention? Kannst du auch mal aufpassen? Okay, da oben stand gerade die, ja, die Entscheidung, die wir jetzt treffen, die beeinflusst jetzt sozusagen das Geschlecht, das wir in dieser Visual Novel annehmen. Und da ich ja weiblich bin, würde ich mal sagen, ja, ich bin Ceres. Oder ich bin die Ceres. Ist das die Seherin? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber ja, wir sind auf jeden Fall weiblich. What? I know who you are, Ceres. Did you hit your head or something? Was? Ich weiß, wer du bist. Hast du dir den Kopf angeschlagen oder irgendwas? Ah. Sie gibt so ein Grummeln von sich, als sie sich in die andere Richtung dreht. Aber ich weiß, dass sie recht hat. Ich nehme das Ganze hier nicht ernst. Es fühlt sich wie ein Traum an und ich bezweifle irgendwie, dass das alles wirklich passiert. Ein paar Augenblicke später habe ich plötzlich, ja, ein seltsames Gefühl. Da ist ein eher harscher, ja, Griff an meiner Schulter. Wir sind nicht allein. Unter einem Mantel von Furcht drehe ich mich um den zweiten Fremden zu grüßen. Valesta has our safety in mind, okay? Forgive her hot-headedness for me. Freedom isn't too much farther. Valesta hat nur unsere Sicherheit im Sinn, okay? Vergib ihr, dass sie so, ja, so ein Hitzkopf ist. Tu das für mich. Die Freiheit ist nicht mehr weit entfernt. We need to stay calm and think this through. Two girls like you, I'm sure you can come up with something. We'll be safe and sound before you know it. Wir müssen ruhig bleiben und das Ganze durchdenken. Zwei Mädels wie ihr? Euch wird schon was einfallen. Wir werden sicher und in... Ja, wir werden in Sicherheit sein, noch bevor ihr wisst, was los ist. We weave through the houses and alleys. Okay, wir bewegen uns durch die Häuser und die Gassen, um ungesehen zu bleiben. Und tun unser Bestes, um dabei still zu sein. Und so keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Die Flammen machen die Dringlichkeit nur umso deutlicher. Aber wir sind vorsichtig und versuchen nicht irgendwie zu schnell oder unvorsichtig vorzugehen. Allerdings macht unsere Stille alle anderen Geräusche nur umso lauter. Die Schreie von denen, die dahin geschlachtet werden, erfüllen mich mit einem Gefühl der Abscheu. Wir müssen uns verstecken. Und Valesta zeigt auf einen kleinen Alkoven, der in der Nähe ist. Look, they're dying because they panicked. We need to stay calm and think through this together. If we freak out, we'll only end up like them, you know? Sieh mal, sie sterben, weil sie in Panik geraten. Wir müssen ruhig bleiben und das zusammen durchdenken. Wenn wir durchdrehen, dann werden wir genauso wie sie enden. She has a point. Our first instinct was to run, but so was theirs. We should let them face the brunt of this attack. Okay, damit hat sie recht. Unser erster Instinkt war es, wegzurennen. Aber das war ihrer auch. The brunt of... Wir sollten sie... We should let them face the brunt of this attack. Wir sollten sie die, ja, die Schwere dieser Attacke spüren lassen. Jetzt können wir uns verschieden, entscheiden. Da haben wir diverse Symbole, wie man sehen kann. Eine traurige Reaktion. Warte, also lassen wir sie einfach sterben, damit wir uns Zeit erschaffen oder Zeit verschaffen? Oder glücklich, gute Idee. Lass es sie für uns ja ausbaden sozusagen. Also der Plan ist jetzt einfach, die anderen sollen sterben in den Flammen und so kommen wir dann sicherer durch, weil wir vermutlich nicht einfach in... Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wenn irgendwo alles hier ist in Flammen.
Und die Leute sind in Panik. Und wenn man da reingerät, dann kann es natürlich theoretisch auch sehr gut sein, dass man einfach niedergetrampelt wird. Und der Plan ist jetzt sozusagen, wir lassen die erstmal rennen und überlassen sie ihrem Schicksal, damit wir hinterher gefahrloser durchkommen. Oder neutral. Es muss einen anderen Weg hier rausgeben. Ich spiele ja meistens sehr gute Charaktere, also im Sinne von, ich möchte mir tatsächlich Mühe geben, ein guter, freundlicher Charakter zu sein. Das macht mir immer noch am meisten Spaß, deswegen würde ich eigentlich sagen neutral. Eigentlich würde ich sagen traurig, warte, also lassen wir sie einfach sterben, damit wir mehr Zeit haben. Aber hier, there has to be another way to do this. Es muss einen anderen Weg geben, das zu tun. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wir jemanden retten. I agree, Ulrich. We can't sacrifice everyone to buy time. I think the people of Valinor deserve far better. Dem stimme ich zu, Ulrich. Wir können nicht jeden anderen opfern, nur um uns Zeit zu verschaffen. Die Menschen oder die Leute, Menschen sind es ja vermutlich nicht, aus Valinor haben Besseres verdient. Would you rather perish with them, Valessa? That's what'll happen if you go running out there. We're not equipped to handle this on our own. Würdest du lieber mit ihnen untergehen, Valessa? Das wird passieren, wenn du einfach dort rausrennst. Wir sind nicht dafür ausgestattet, um uns allein um das hier zu kümmern. You have to remember what I'm doing here. It's my job to protect the both of you. Everyone else is expendable. Du musst bedenken, was ich hier tue. Es ist mein Job, euch beide zu beschützen. Jeder andere ist, ist nicht wichtig. Jeder andere ist... Jeden anderen kann man opfern. Mein Verdacht ist richtig. Ulrich ist derjenige, der uns beschützt. Aber warum genau haben wir eine höhere Priorität als die Bürger hier? I want you to guess that we're currently in this... Ich nehme an, dass wir zurzeit in diesem Valley North sind. Moment. Ganz kurz das Headset richtig hinsetzen. So, und das Mikro richtig hin drin. Der Schmerz in meinem Kopf pulsiert wieder und ich stolpere zurück. Als ich stöhne, eilt Ulrich an meine Seite. Seine übertriebene Sorge ist jetzt verständlich. It must be the smoke. Make sure to sit down. The lower you are right now, the better. Are you having trouble breathing? Das muss der Rauch sein. Setz dich. Je weiter unten du bist, desto besser. Hast du Schwierigkeiten zu atmen? Ich schütte meinen Kopf und lasse ihm wissen, dass es nicht der Rauch ist. Das bringt Valessa dazu, sich einzumischen und ebenfalls ihre Sorgen zu äußern. Yeah, something else is going on here. She's been acting strange for a while now. Ja, irgendetwas anderes geht hier vor. Sie benimmt sich schon seit einer Weile seltsam. Is there something you need to tell us? Gibt es da etwas, was du uns sagen möchtest? Okay, ich weiß entweder nicht, was gerade vor sich geht, oder ich kann mich an nichts erinnern. Ich würde mal sagen, da die beiden ja offensichtlich unsere Freunde oder zumindest Verbündeten sind, sollten wir vielleicht ehrlich sein. Sonst könnte es vielleicht passieren, dass wir nachher in irgendeiner unschönen Situation landen. Also, es scheint so, als könnte ich mich an nichts erinnern. Did some debris fall on your head back there? I'm starting to side with Valessa on this one. Come on, time to gear you up. Okay, sind irgendwelche Trümmer auf deinen Kopf gefallen? Ich bin hier auf Valessas Seite. Komm schon. Es wird Zeit aufzubrechen. Oder uns auszurüsten. Er verschwindet für ein paar Momente und untersucht den Boden um uns herum. Es gibt einen kurzen Moment, wo ich ihn nicht sehen kann, aber dann kehrt er mit einem Messer zurück oder einem Schwert. Durch das Feuer glüht es. Und es almost like it's begging me to take it. Fast als würde es mich anflehen, es zu nehmen. I don't care what's going on in that head of yours, but it's not more important than your survival. We're all overwhelmed. It's not just you. Es ist mir egal, was in deinem Kopf vor sich geht. Aber was auch immer es ist nicht wichtiger als unser Überleben. Wir sind alle überwältigt, oder? Ja. Eigentlich negativ, mir fällt gerade kein passenderes Wort ein. Das bist nicht nur du. Ich möchte aber dazu sagen, wir haben vergessen, was hier los ist. Das ist nicht einfach nur der Schock über ein Feuer, glaube ich. Hoffe ich, denke ich, ich weiß es nicht. Er hält mir das Schwert hin und erwartet, dass ich es nehme.
wie es jetzt gerade scheint, könnte Kämpfen meine einzige Option sein. Oder könnte Take ich kämpfen. It. We won't be standing here forever. As soon as we leave this alcove, we'll be vulnerable. I can't take care of you all the time, you know. Oder beziehungsweise unsere einzige Option, die wir haben, als wäre es unvermeidlich. Also nimm es. Wir werden nicht für immer hier rumstehen. Sobald wir diesen Alkoven verlassen, werden wir angreifbar sein. Ich kann nicht die ganze Zeit auf euch beide aufpassen, weißt du? Ich kann nicht kämpfen. Ich bin nicht trainiert oder aggressiv. Natürlich, ich werde mich selbst verteidigen. Das Problem ist, wenn ich nicht weiß, wie meine Vergangenheit ist, wenn ich... Und das war ja eben die Aussage vorhin. Wir haben keine Ahnung, was bis zu diesem Punkt überhaupt mit uns geschehen ist. Würde ich mal sagen, ich kann nicht kämpfen. Ich bin noch gar nicht trainiert. You must be mistaken. This wasn't an option. I can't keep an eye on both of you in the heat of battle. Valessa has her daggers and you need something as well. Okay, du hast mich da falsch verstanden. Das war keine Option, die du da hast. Ich kann nicht euch beide im Auge behalten, wenn da draußen die Schlacht tobt. Valessa hat ihre Dolche und du brauchst auch etwas. Er nimmt meine Hand und platziert sie auf dem Schwertgriff. Er ist stark genug, dass ich weiß, dass Widerstand zwecklos ist. Es ist besser, nicht zu denken. Es ist vermutlich besser, wenn ich mich nicht wehre. Also nehme ich einfach das Schwert und nicke. Now then, it's time to move. Seems like some of the noise has finally died down. We should start by investigating the town square. Okay, es ist Zeit, sich in Bewegung zu setzen. Es scheint so, als würde der Lärm endlich nachlassen. Wir sollten damit anfangen, uns ein bisschen auf dem Marktplatz umzusehen. Er geht vor und erwartet, dass wir ihm folgen. Aber als ich gerade einen Schritt nach vorne machen will, schnappt sich Valessa meinen Arm. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht sagt mir, dass irgendetwas nicht stimmt. You're confused about all this, right? I bet you don't even know what being the Seeress means. Or how we've known each other our entire lives. Danke, Rune, sie versteht's. Du bist sehr verwirrt über das alles, richtig? Ich wette, du erinnerst dich nicht einmal mehr daran, was es bedeutet, die Seeress zu sein. Oder ich bin mir nicht sicher, ob das Seherin ist. Ich muss das nachher mal nachschlagen. Oder dass wir uns schon unser ganzes Leben lang kennen. Ich sehe auf den Boden, sowohl verwirrt als auch beschämt. Sie hat absolut recht. Mein Kopf ist ein einziges großes Durcheinander. Als ich darüber nachdenke, als ich versuche, mir irgendeine Entschuldigung einfallen zu lassen, überrascht sie mich mit ihrer Antwort. That's normal, but please listen. We only have a few moments before Oryk notices we're not there. The Seeress is special. You wield spirits to induce prophetic visions. Okay, das scheint tatsächlich Seherin zu sein. Das ist normal, aber bitte hör zu. Wir haben nur ein paar Momente, bevor Oryk bemerkt, dass wir nicht bei ihm sind. Die Seherin ist etwas Besonderes. Du rufst... You wield spirits to induce prophetic visions. Ich würde mal sagen, du rufst Geister an, um so prophetische Visionen zu haben. When you have these visions, you're unable to remember anything. When you wake up, you'll dismiss it as a dream and forget it ever happened. As your scribe, it's my job to help you take advantage of this. Ah. Wenn du diese Visionen hast, dann kannst du dich an nichts erinnern. Wenn du aufwachst, dann tust du sie einfach nur als Traum ab und vergisst, dass jemals irgendetwas passiert ist. Als deine Schreiberin ist es mein Job, dir zu helfen und das Ganze, ja, zu nutzen. We have to follow Oryk now, but no one thing. The way you're acting, I'm certain this is a vision. That means you can use it for information. Okay, das ist gut zu wissen. Wir müssen Oryk folgen. Aber da gibt es eine Sache. So wie du dich gerade verhältst, bin ich mir sicher, dass das hier eine Vision ist. Das bedeutet, dass du es nutzen kannst, um an Informationen zu kommen. Sie kommt einige Schritte näher und greift nach meiner Hand. Sie sieht mir direkt in die Augen und ich sehe einen Hoffnungsschimmer in ihren Augen. I'm relieved. This means Valenorth is still fine. When you wake up, use this vision to save everyone. It's your duty as Seeress to ensure this doesn't become real. Ich bin erleichtert. Das bedeutet, dass in Valinor alles in Ordnung ist. Wenn du aufwachst, dann nutze diese Vision, um alle zu retten. Es ist deine Pflicht als Seherin, sicherzustellen, dass das hier nicht real wird.
Sie lässt meine Hand los und folgt Ulrik. Auch wenn es schwer ist zu glauben, was sie gerade gesagt hat, bin ich jetzt ein bisschen weniger verwirrt. Ich habe endlich einen Grund, aus dem ich mich so disconnected fühle, also so getrennt von mir selbst. Aber wenn das hier eine Vision war, was würde dann aus Ulrik und Valessa werden? Würde dieses ganze Chaos ungeschehen werden, wenn ich aufwache? Was, wenn sie sterben? Oder was, wenn ich in dieser Vision sterbe? Ich folge Valessa und realisiere, dass ich das vielleicht niemals wissen werde. Aber ein wenig, Determination. Ihr wisst schon, das wunderschöne Determination. Entschlossenheit. Ich spüre Entschlossenheit in mir aufsteigen. Wenn es eine Chance gibt, das hier zu verhindern, dann muss ich es tun. Ihr kommt hier natürlich etwas langsamer voran, als wenn ihr das selber spielen würdet. Dafür entschuldige ich mich. Wenn ich wüsste, dass jeder Englisch versteht, dann würde ich das einfach, was die NPCs sagen, würde ich dann gar nicht übersetzen, sondern würde ich nur das hier jetzt lesen, was sozusagen von uns kommt. Aber ich gehe immer davon aus, dass es vielleicht Leute gibt, die das interessant finden, so eine Visual Novel, oder halt einfach ein englisches Spiel, und die dann gerne verstehen würden, was da gesagt wird, und deswegen muss ich es natürlich übersetzen. So, dann geht's mal weiter. In der heutigen Zeit verschwört sich das Triumvirat mit dem großen Inquisitor. Die Ereignisse, die zu Valinors Zerstörung geführt haben, werden erst noch auf den Weg gebracht, also es ist noch gar nicht angefangen. Sovi knelt before his master, more eager to serve than he had ever. Sovi kniete sich vor seinem Meister, williger denn je, ihm zu dienen. Rise, Sovi, but please assure us of your certainty. We hate to act without knowing everything. Erhebe dich, Sovi, aber bitte. Ja, überzeuge uns von deiner Entschlossenheit. Wir hassen es zu handeln, ohne alles zu wissen. The prisoner mentions Valinorth over and over. The rebels are hiding something of importance there. Along with recent events, we can only surmise one thing. Der Gefangene erwähnte Valinorth wieder und wieder. Die Rebellen verstecken dort etwas von großer Wichtigkeit. Zusammen mit den kürzlichen Ereignissen kann das nur eins bedeuten. The Blade of Exodus. The Blade of Exodus. Die Klinge des, Exodus auf Deutsch. Tja, was sagen wir denn? Die Klinge des, der Vernichtung, sagen wir einfach mal. Das ist, nicht ganz richtig, aber es klingt besser, als wenn ich jetzt Exodus unübersetzt lasse. I am almost certain. But if that's where they've chosen to hide it, it means that our other target is also there. Dessen bin ich mir fast sicher. Aber was, wenn sie beschlossen haben, es dort zu verstecken? Das bedeutet, dass unser anderes Ziel auch dort ist. Your compliance pleases us, Sovi. Your plan was risky, but it worked out in the end. A final interrogation would influence our decision further. Also deine Zusammenarbeit gefällt uns, Sovi. Dein Plan war riskant, aber am Ende ist alles gut ausgegangen. Eine letzte Untersuchung würde unsere zukünftigen Entscheidungen beeinflussen. You'd have me interrogate the prisoner once more, if I may be so bold. To what end do you request this? Ich soll mich noch einmal mit dem Gefangenen auseinandersetzen, wenn ich so vermessen sein darf, zu fragen, welches Ende schwebt euch vor? Not you, Sovi. We want your apprentice to do this. It is time for him to prove his worth. Nicht du, Sovi. Wir wollen, dass dein Lehrling es tut. Es ist Zeit für ihn, seinen Wert unter Beweis zu stellen. Ihre Stimmen echoten laut durch die dunklen Räume. I met it not with him. Triumvir spoke, for they were all of one mind. Es spielte keine Rolle, welcher vom Triumvirat sprach. Ich dachte, das
Schwert hieß Triumvirat? Egal. Es spielte keine Rolle, wer vom Triumvirat sprach, da sie alle einen, ja praktisch einen Geist halten. Oder alle sich einig waren, vielleicht auch das. Mit offensichtlicher Irritation in der Stimme versuchte Sophie sein Bestes, um ruhig zu bleiben. My apprentice, I've told you many times I want to work alone. It would be more efficient for me to do this myself. Mein Lehrling. Ich habe euch viele Male gesagt, dass ich lieber alleine oder dass ich alleine arbeiten möchte. Ich wäre effizienter, wenn ich das auf eigene Faust erledige. Insubordination. This is unbecoming of you, Sophie. We demand that you obey. Du widersprichst uns. Das ist ungewohnt für dich, Sophie. Wir erwarten, dass du dich unserer Entscheidung beugst. The role of Grand Inquisitor can be very dangerous. If we were to lose you, a replacement would be necessary. You must train this replacement while you still breathe. Die Rolle des Großinquisitors kann sehr gefährlich sein. Wenn wir dich verlieren, brauchen wir einen Ersatz. Du musst diesen Ersatz trainieren, während du noch immer atmest. As you command. Wie ihr befehlt. Das ist ja positiv. Okay, Sophie scheint also unser Gegenspieler zu sein, denn wir gehören ja zu den Rebellen und gehen sozusagen gegen diesen Grand Inquisitor vor. Sophie drehte dem Triumvirat den Rücken zu und erblickte seinen Lehrling. Er stand bei der Türe und hörte sich die Unterhaltung an. Falls er gehört hatte, wie wenig Sophie ihn schätzte, dann schien es für ihn keine Rolle zu spielen. Zumindest zeigte er darauf keine Reaktion. Interrogation. And what would you have me extract? I thought the prisoner was at his wit's end. Eine Untersuchung, hm? Was möchtest du, dass ich dort extrahiere? Also sehr wahrscheinlich sollen wir in seinen Geist eindringen und da irgendwelche Informationen rausziehen. Ich dachte, der Gefangene wäre am Ende mit seinen Kräften. Anything to confirm our suspicions about Valinorth. If you fail, I will not hesitate to punish you. Remember what we're on the verge of. Okay. Alles, das unseren Verdacht über Valinor bestätigen könnte. Wenn du versagst, werde ich nicht zögern, dich zu bestrafen. Erinnere dich daran, was auf dem Spiel steht. Ehrlich gesagt, finde ich, er sieht sehr nett aus. Er nicht so. I understand, Master. I'll do my best to get you what you need. What are the limits when it comes to my approach? Aber er klingt nicht nett. Ich verstehe, Meister. Ich werde mein Bestes tun, um euch zu geben, was ihr verlangt. Was sind die Grenzen, wenn es um diesen Versuch geht? Keep him alive, Helen. I find that psychological pain is the most valid approach. He cares more for his rebel allies than he does for himself. Halte ihn am Leben, Helen. Ich bin der Meinung, dass psychische Schmerzen die besten Aussichten haben auf Erfolg. Er macht sich mehr Gedanken um seine Rebellenfreunde als um sich selbst. Then I will threaten the Rebellion's very core. I'm grateful to have this opportunity, Master. Things are starting to line up well for me. Und jetzt sieht er gar nicht mehr nett aus. Verdammt, ich dachte gerade, das wäre eventuell egal. Okay, dann werde ich direkt das Herz sozusagen der Rebellion bedrohen. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit, für diese Chance, Meister. Die Dinge beginnen gut für mich auszusehen. They tend to do that when you have the Triumvirate's blessing. We should take care of this immediately and catch them unprepared. Every moment we waste is a moment they gain, Helen. Das ist normalerweise der Fall, wenn das Triumvirat dich gesegnet hat und auf deiner Seite steht. Wir sollten uns sofort um diese Sache kümmern und ihn unerwartet, also sozusagen auf
Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Jetzt habe ich es gerade. Egal, wir sollten ihn unvorbereitet erwischen. Jede Sekunde, die wir verstreichen lassen, ist ein Moment, eine Sekunde, die sie gewinnen. Sie verlassen gemeinsam den Raum und sprechen und unterhalten sich dabei eben noch. Das Triumvirat wartet, bis sie verschwunden sind, bevor sie wieder sprechen. Ein leichtes Lächeln ist auf ihrem Gesicht, denn jetzt endlich tragen ihre uralten Pläne Früchte. So it's finally going to happen, isn't it? What we've been waiting for all these years. Do you think we should tell Sophie our true plan? Also wird es endlich passieren, nicht wahr? Das, worauf wir all diese Jahre gewartet haben. Denkt ihr, wir sollten Sophie von unserem wahren Plan berichten? Ich bin für ja, damit ich ihn auch erfahre. Okay, ich würde eigentlich mal sagen, es ist eine halbe Stunde und auch wenn es am Anfang immer noch so ein bisschen Reden viel ist, wo ich immer erkläre, wieso das Übersetzen vielleicht langsamer geht, würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle jetzt erstmal eine Unterbrechung und beenden die erste Folge. Ihr dürft mir gern sagen, was ihr von Winds of Change haltet, ob ihr vielleicht selber schon die erste Visual Novel von dem Studio gespielt habt. Das müsste Minor Major, glaube ich, gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Aber ihr könnt mir gern sagen, ob ihr die erste gespielt habt, ob ihr überhaupt Visual Novels mögt oder ob ihr sagt, nee, das ist mir zu viel Lesen vielleicht. Oder das ist für mich kein richtiges Spiel. Die Meinung habe ich auch schon erlebt. Und dann würde ich einfach sagen, wir lesen hier nächstes Mal weiter und ich hoffe einfach, dass es euch gefällt und dass es in Ordnung ist, wie ich übersetze. Es wird bestimmt noch besser werden, es ist eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal ein Spiel so on the fly übersetzt habe. Ich musste erst wieder ein bisschen reinkommen. Aber ja, wir kriegen das schon hin. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich die Dinge entwickeln. Wie gesagt, es gibt in dieser Visual Novel auch Mechaniken, die man so in den klassischen VNs nicht findet und auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Gut, dann macht euch jetzt also noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Winds of Change. Bis dahin, bye bye!